Werner Biskup, der Trainer von Hannover 96, könnte eigentlich etwas freundlicher schauen, denn über Nacht sind die Chancen sprunghaft gestiegen. Doch gerade das raubte Biskup den Schlaf. Offensiv oder defensiv? Diese Frage quälte ihn. Hannover 96 in den roten Trikots nach dem 2:2 gegen Solingen unter Erfolgsdruck. Klaus Müller sieht Günther Tilk, 5 Minuten waren gespielt und schon das 1:0 für den FC Homburg. Eine kalte Dusche für Hannover 96. Die Zeitlupe, Gerber berechnet den Ball falsch, Günther Tilk hebt den Ball vorbei an Klaus Scherer. Günther Tilk und Klaus Müller. Werner Biskup reagierte sofort, brachte Vjetrovic für Ronge. Mit dem Jugoslawen gab es ja Probleme. Er wollte nicht auf die Ersatzbank, da musste er auf die Tribüne. Freuler und wieder Glück für Hannover 96. Die Sorgenfalten von Werner Biskup. Der ruhige Aufbau des FC Homburg. Nur einmal konnte der FC Homburg in den vergangenen 8 Spielen gewinnen. Doch die Planungen laufen klar in Richtung zweite Liga. Klaus Müller im Doppelpass und passen Sie auf. Volley ins Dreieck, ein herrliches Tor. Nach 35 Minuten schon das 2:0 für den FC Homburg. So hatte sich Hannover 96 sicherlich diese Aufgabe nicht vorgestellt. Dieser tolle Schuss, nochmal in der Zeitlupe, da passte alles Vollspann ins Dreieck. Keine Chance für den Torwart. Frank Hartmann mit der Nummer 10 in der kommenden Saison bei Bayern München. Bernd Thiele, der Kapitän, eifrig, aber glücklos. Und ein Verlegenheitsschuss, Sie sehen, Hannover 96, alles andere als eine Mannschaft in der Führung. Günther Tilk, die Riesenchance, das hätte schon die Entscheidung sein können, kurz vor der Pause. Beim 2:0 blieb es nach 45 Minuten, die 2000 Zuschauer hoch zufrieden. Hartmann, Giesel ans Außennetz, ja, man konnte gespannt sein, wie die Hannoveraner diesen 2:0-Rückstand wettmachen wollten. Und nun passen sie auf, ein böses Foul von Gerber an Scherer. Dieses Mal die bösen Buben, nicht nur die Saarländer. Sie halten ja einen traurigen Rekord. 8 Platzverweise in einer Saison. So viel wie noch keine Mannschaft vor ihnen im bezahlten Fußball. Hannover 96 nun offensiver. Gue, Franz Gerber, wieder Bernd Thiele offensiv. Sieht Carsten Suhrmann das 2:1 in der 65. Minute. Hannover konnte wieder hoffen. Franz Gerber heute lange nicht so effektiv wie in den vergangenen Spielen. Doch routiniert sieht er Suhrmann 2:1. Biskup tauschte zweimal aus, brachte offensive Leute. Franz Gerber, Bernd Thiele, das 2:2 nur 3 Minuten später. Ja, war das die Möglichkeit, Riesenjubel, eine doppelte Spirale von Bernd Thiele. Die Zeitlupe, es sah gar nicht nach einer guten Aktion aus. Bernd Thiele, der Ball abgefälscht, über Torwart Scherer hinweg, keine Chance, der Ausgleich. Albert Müller, der Trainer des FC Homburg, kann es nicht fassen. 2:0 Führung und innerhalb von 4 Minuten der Ausgleich. Doch seine Mannschaft steckte weiß Gott nicht auf. Schaub auf Hendrich, die Riesenchance. Ja, das hätte wieder die Führung sein können. Hannover 96, ja die beste Auswärtself. Frank Hartmann, viel zu eigensinnig, heute nicht sehr gut. Franz Gerber hat die Chance, Scherer reagiert glänzend. Elf Minuten vor dem Abpfiff. Müller, Duley verlängert, Werner Mörsdorf. Die Führung 3:2 in der 79. Minute. Riesenjubel beim FC Homburg.
Sie bewiesen eine tolle Moral. Dulli verlängert auf Werner Mörsdorf. Wieder die Führung. Zugabe, Zugabe, das Publikum begeistert. Wirklich eine schöne, ein spannendes Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Michael Guhl, 3:3, kaum zu glauben. Michael Guhl, 22 Jahre alt. 5 Minuten später, schauen Sie, ein trockener Schuss, fast aus dem Stand, unter die Latte. Keine Chance für den Torwart. Werner Biskup mit Herzbeschwerden nach diesem dramatischen Spiel. Es blieb beim 3:3. Wenn dieser Punkt am Ende mehr nützen wird, wird sich zeigen. Zurück zu Arnim Basche.